Zweiter Teil, Wiegenlied. Kein Winter, auch keine Böe, schaukelt deine Wiege. Deine Mutter ist perdu, ich sing was dir zuliebe. All die braven Kinder ruhen in eigenen Betten. Auch für die Bösen wäre es gesünder, wenn sie eines hätten. De Sergejew, frei nach dem Song On the Nickel von Tom Waits. Kapitel 9, Der Herr der Tunnel. Klappernd schabte der Löffel die Reste von der Blechwand der Konservendose. Festes Fleisch und Fleischsoße, miam, lecker. Über verfaulte Zahnstumpen hinweg fuhr der Löffel in den Mund, wo die Zunge ihn sorgfältig entlud. Dann kehrte er wieder in die Konservendose zurück. In der Metro gab es keine Zahnärzte, es gab Barbiere, sowas wie die Scharlatane aus dem Geschichtsbuch, die den Leuten Zähne zogen und ihre Wunden und Beulen mit Beschwörungsformeln behandelten. Aber die Metrobarbiere waren noch schlimmer. Außerdem gab es die Militärärzte von der Station Plotschat-Lenina. Doch nicht einmal denen traute er über den Weg. Wieso auch? Wenn man 51 ist, kann man schon mal über den Tod nachdenken. Fragt sich nur, wozu? Der alte Mann schüttelte den Kopf. Als der Löffel wieder in die Dose tauchte, hörte er das typische schabende Geräusch. Er ertastete das Fleisch, teilte säuberlich einen Happen ab und lud ihn auf den Löffel. Geschickt hob er das Stück Rindfleisch aus der Dose und führte es zum Mund. Übung macht den Meister. Er klemmte das Fleisch zwischen Zunge und Gaumen und ließ die Eindrücke auf sich wirken. Die Form, die faserige Konsistenz, die Kälte. Er konnte den Bissen nun beinahe sehen. Es war ein wunderbares Stück Fleisch. Nun ging es ans Kauen. Die stumpfen Zahnruinen waren kein guter Gegner für die zähen Fleischfasern. Mühsam pressten sie allen Saft aus dem Bissen und verwandelten ihn in einen gummiartigen Klumpen, der sich mit viel gutem Willen hinunterwürgen ließ. Nur nichts verkommen lassen. Der nächste Löffel, klapperndes Blech, Schaben. Eine feine Sache, diese Notvorräte der Armee. Das Rindfleisch war bestimmt schon 30 Jahre alt und immer noch genießbar. In den Geschmack mischte sich ein Schuss Nostalgie, als wäre er wieder Anfang 20, säße am Stolleneingang und spachtelte Dosenfleisch. Nach Expeditionen war er immer völlig ausgehungert gewesen und durstig. Tja, der Durst. Jetzt ein schönes, dunkles Bier, das wär's. Nüchtern hatte sich damals niemand in den Tunneln herumgetrieben, das war nicht üblich gewesen. Man tastete sich voran, suchte, forschte, grenzwertige Geschichte. Und überhaupt, er beförderte den nächsten Bissen in den Mund und kaute nachdenklich. Irgendjemand hatte das ja mit eigenen Augen sehen müssen. Wer hatte ahnen können, wie das alles enden würde? Die Toilettenanlagen, die hermetischen Tore, die Entwässerungspumpen, die Dieselgeneratoren. Wer hätte gedacht, wie nützlich die einst werden würden? Damals hatte er versucht, sich vorzustellen, wie es wohl wäre, wenn das ganze Zeug mal in Betrieb gehen würde. Und wie das Zeug in Betrieb gegangen war, obwohl es besser gewesen wäre, wenn nicht. Schade nur, dass er es nicht mehr sehen konnte. Er zuckte zusammen. Eine ungeschickte Bewegung, schon war der nächste Bissen vom Löffel gerutscht. Ach Mist, um es zu sehen, hätte er Augen gebraucht. Eine böse Sache, das mit seinen Augen. Dafür konnte er nun am Geräusch erkennen, wo das Stück Fleisch hingefallen war. Escheortung, fast so gut wie bei Fledermäusen. Das Labyrinth aus Tunneln, Schächten, Bunkern und Durchgängen war für immer in seinem Gedächtnis gespeichert. Er musste sich nur gelegentlich an einen beliebigen Punkt versetzen und schon hatte er ein detailliertes Bild der Örtlichkeiten vor dem inneren Auge. Dieser Schacht hier wäre sicher interessant. Dort drüben könnte man sich einmal umschauen. Aber jetzt, alles passé. Eine Weile saß er gebeugt und reglos am Tisch, wie paralysiert. Diese verdammten Augen. Wieso hatte das passieren müssen? Ach, bitter. Mehrere Minuten verharrte er so. Dann richtete er sich wieder auf und der Löffel klapperte wieder in der Konserve. Das stumpfe Malen der Kiefer. Touristenfrühstück, verdammt. Diggerfrühstück. St. Petersburg, also Leningrad, ist die am wenigsten sowjetische Stadt der Sowjetunion. In dieser Hinsicht kann er höchstens Tallinn das Wasser reichen. Tallinn mit 2 N, so sieht's aus. Das waren in etwa Kosolapis Worte gewesen. Leningrader Gotik, trübes Grau in Grau,
Matsch, Nebel, schattenhafte verschwommene Konturen und Nieselregen. Häuser, die aus dem Dunst auftauchten. Verblasste Fassaden. Der eherne Reiter auf dem gewaltigen Felsblock. Der bronzene Puschkin, der nachts spazieren geht. Der Nevsky-Prospekt, wie immer verstopft, jetzt sogar nachts. Verrostete ausländische Limousinen. Hinter den grauen Nebelschwaden verbirgt sich etwas Grauenhaftes. Ivan geht am Nevsky-Prospekt entlang und zählt die Cafés. Nummer 1, das Internetcafé Café Max. Nummer 2, das Café Schokoladnitsa. Die Pfannkuchen müssen Sie unbedingt probieren. Das Café Edenana Tschaschka. Die orangefarbenen Tische stehen verwaist in der Dunkelheit. Am schiefen Garderobenständer hängt immer noch ein vergessener Schirm. Knurren und Bellen in der Ferne. Ein verhallendes Echo. Der monströse Bau der Kasana-Kathedrale mit seinen gebogenen Seitenflügeln, die einen umfangen wie ein hallendes, feuchtes Tellereisen. Ding Dong, Ding Dong, Zar Peter der Große. An dieser Stelle soll eine großartige Stadt entstehen. Der mit einem Grauschleier verhangene niedrige Himmel. Die Kuppel der Kasana-Kathedrale versinkt im Nebel. Unter den Füßen der rissige graue Asphalt, aus dem hier und da weißgraue Triebe ragen. Vom Dach löst sich ein Stein und poltert in die Dachrinne. Eine Bewegung im Nebel. Doch. Dort rührt sich etwas hinter dem dichten Schleier, weit weg von hier. Etwas Riesiges. Wenn Ivan die Fassaden der Häuser betrachtet, kommt es ihm so vor, als könne er keine Farben unterscheiden. Wir sind alle tot. In der toten Stille eines verlassenen Cafés singt Tom Waits. Er singt den St. Petersburger Blues von einer Regennacht am Nevsky-Prospekt. Eine dickwandige weiße Tasse auf einem plumpen Untersetzer, auf dem Grund eine schwarze, eingetrocknete Kruste. Daneben ein vergessenes Tütchen Zucker am Tisch. Es ist aus Papier und trägt die Aufschrift Süß. Eine orangefarbene Serviette. Seit Freitag klimper ich diesen Blues. Mal sauf ich, mal nicht, völlig abstrus. Seit Jahren renne ich mit dem Kopf gegen die Wand. Sie schmeckt schon ganz salzig wie meine Hand. Ivan hat Tom Waits schauderhaft krächzende Stimme im Ohr. In der bleiernen Stille knattern die Milliröntgen und die Gammastrahlung dringt durch die dünnen Wände. Ein Echo. Ivan steht auf der Straße und hört den radioaktiven Blues. In seiner Hand hält er eine Doppelflinte. Er geht zwischen den Autos hindurch über den Nevsky-Prospekt. Anstelle der Fenster gähnen schwarze Löcher in den Häusern. Die blinden Augen, durch die St. Petersburg auf Ivan herabschaut. Ein trübes, gespenstisches St. Petersburg. Alt, wahnsinnig und furchtbar. Wie ein greiser, schwarzer, zahnloser Bluesänger in einem vergilbten Hemd. Ivan hat eine E43K in der Hand. Er legt den Hebel um, klack, und kippt die Läufe ab. Die Zündhütchen glänzen, Kaliber 12, Schrotpatronen. Mann, Stoppwirkung mit Schmerzverlängerung. Ivan klappt die Läufe wieder hoch und spannt die Hähne. Klick, klick. Es sind keine eigentlichen Hähne, sie spannen nur die Schlagfedern. Und trotzdem ein cooles Gefühl. Ivan kommt an einem Buchladen vorbei. Hier am Nevsky-Prospekt gibt es sie an jeder Ecke, wie die Cafés. Eigentlich gibt es hier fast nur Buchläden und Cafés. Höchstens mal noch einen Klamottenladen dazwischen. Als hätten die Leute vor der Katastrophe nichts anderes zu tun gehabt, als im Café zu sitzen und Bücher zu lesen. Noch ein Geschäft. Die Scheibe ist eingeschlagen. Im Schaufenster steht eine Gliederpuppe mit einer Perlenkette um den Hals. Ein weißer Arm ist abgebrochen und liegt daneben. Am Handgelenk ein violetter Armreif. Ach, Klunker. Ivan schlängelt sich zwischen den Autos hindurch, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Es muss viel los gewesen sein an dem Tag, an dem alles zu Ende ging. Jetzt stehen die Autos still. Hunderte, Tausende. Ihre Besitzer sitzen immer noch am Steuer. Nur skelettiert, mit hängenden Schädeln. Ivan geht um einen weißen Skoda herum und erreicht den Bürgersteig. Ein Stück weiter vorn, hinter dem Eisenzaun, befindet sich das runde Eingangsgebäude der Station Plotschat-Vostanja mit seiner Rotunde und der langen Spitze. Sieht lustig aus, wie ein hockender Zwerg. Die einst senffarbenen Wände sind nachgedunkelt und heben sich nur wenig von der grauen Düsternis der Umgebung ab. Wie ein weiches Kissen legt sich der Nebel auf das runde Dach des oberirdischen Vestibüls.
Ivan hebt den Kopf. Über dem Eingangsgebäude der Metro erhebt sich ein fünfstöckiges Gebäude, auf dem in gigantischen weißen Lettern geschrieben steht: Heldenstadt Leningrad. Ein Teil der Buchstaben ist heruntergefallen. Was für ein Zufall, denkt Ivan. Dasselbe ist auch mit meinem Leben passiert. Ivan! Ruft jemand. Er wendet sich um. Sein erster Gedanke: Ich wundere mich über nichts mehr. Ivan! Sagt Kosolapi. Wach auf, Ivan! Wozu? Ich bin doch tot, erwidert er. Ich weiß, dass ich gestorben bin. Ich wurde bei einer Explosion an der Primorskaja verschüttet. Und dann habe ich vom Krieg geträumt, von Tod und Grausamkeit, von Verrat, von einer Station in der Farbe des Blutes, von einem Dieselgenerator, der in einem alten Bunker vor sich hinrostet. Und jetzt sehe ich dich. Vielleicht ist das die allerletzte Nanosekunde meines Lebens. Der Sauerstofftod des Gehirns, nicht wahr? Nein, entgegnet Kosolapi. Das ist alles tatsächlich passiert. Ivan denkt eine Weile über Kosolapis Worte nach, dann antwortet er: Ich will nicht zurück. Es muss sein, Ivan. Das Erste, was er sah, als er die Augen öffnete, war ein blauer Lichtschein. Die angenehme Farbe war jedoch das einzig Gute daran. Das Licht wurde von einer Klinge reflektiert, die zu einem riesigen, rostigen Jagdmesser gehörte. Wenn Ivan nicht alles täuschte, hafteten sogar feine Härchen an dem ramponierten, fleckigen Stahl. Ach, Sassonov. Der Idiot kann einen nicht mal ordentlich erschießen, dachte Ivan. Und sowas will ein Digger sein. Lecker, sagte ein glatzköpfiger Sombel. Du bist bestimmt lecker. Ach, jetzt bin ich dran. Hau ab, zischte Ivan und robbte zurück. Der ungebetene Feinschmecker schwang sein Jagdmesser. Was zum Henker habt ihr hier verloren? Polterte eine heisere, kraftvolle Stimme. Der Sombel drehte sich um, öffnete den Mund und leuchtete mit der Lampe in die Dunkelheit. Ein graues Ungetüm wankte heran, das offensichtlich nicht zu Späßen aufgelegt war. Der Feinschmecker ließ das rostige Jagdmesser sinken und zog den unförmigen, eigenartigen, fleckigen Schädel zwischen die Schultern. Die Sombel sahen einander unschlüssig an. Sie waren zu fünft, drei Männer und zwei Frauen, wobei sich letztere nur marginal von erstern unterschieden. Gemein waren ihnen die Lumpen am Leib, die Bosheit im Gesicht und der abartige Gestank. »Verschwindet«, donnerte der Alte und ging direkt auf sie zu. Zu Ivans Überraschung wichen die Sombel murrend zurück. Der Kreis kam näher. Beim Gehen stützte er sich auf eine massive Krücke, die mit schmutzigem Isolierband umwickelt war. Seine graue Mähne wallte martialisch auf seine Schultern herab. Richard Löwenherz oder irgendein Irrer. »Ich mach euch fertig«, drohte der Alte. »Ihr kennt mich.« Die Sombel knoten böse und verteilten sich auf beide Seiten, um ihn einzukreisen. Die klassische Jagdstrategie eines Rudels Palowscher Hunde. Der alte Mann holte aus. Die Krücke zischte durch die Luft und traf einen der Sombel an der Brust. Das knackende Geräusch, das dabei ertönte, hörte sich nicht sehr gesund an. Der Sombel flog 2 Meter weit durch die Luft, landete auf dem Rücken und stöhnte auf. Ivan staunte nicht schlecht. Der Kreis bewegte sich erstaunlich schnell auf seine am Boden liegende Waffe zu. Ein Sombel, der versuchte, ihm zuvorzukommen, bekam ein Knie in den Bauch gerammt und krümmte sich winselnd auf den Boden. Dem dritten Angreifer schlug der wütende Alte mit dem Ellbogen die Zähne ein. Blieben nur noch die Frauen. Der Alte bückte sich, schaute aber weiterhin geradezu ins Leere. Dann wischte er mit der Hand über den Boden, als würde er nach seiner Krücke tasten. Als er sie wieder in seiner riesigen Pranke hatte, ließ er sie drohend durch die Luft sausen. »Na, wer ist der Nächste?« Ivan atmete auf. Feige wandten sich die Zombel zur Flucht und ließen sogar ihre Lampe zurück. Im schummrigen Licht sah Ivan nur noch den alten Mann und hörte das Getrampel sich entfernender Schritte. »Lasst euch nie wieder in meinem Lüftungsschacht blicken«, rief der Alte den Zombeln hinterher. Ivan wunderte sich erneut über die stattliche Erscheinung des Mannes. Er maß mindestens 2 Meter. Somit hatte sich also ein weiteres Vorurteil erledigt, dass nämlich nur kleine Leute Krüppel sein können.
Abgesehen von seiner Gehbehinderung war der alte Mann augenscheinlich mit Bärenkräften gesegnet und mit einem vulkanischen Temperament. In der Dunkelheit verhallten einige erregte Rufe. Es ging um einen guten Menschen in Enigma. Ivan räusperte sich. Die kennen dich. Mir kennt hier doch jeder Hund. Die Augen des Alten blickten über Ivans Schulter hinweg. Der Digger blickte sich um, doch da war niemand. Was hatte er dort gesehen? Jeder Hund, doch keine Pavlovschen hoffentlich, fragte Ivan und besann sich sogleich. Blöde Frage, tut mir leid, Großvetterchen, ist mir so rausgerutscht. Großvetterchen? Der alte Mann machte ein erstauntes Gesicht. Meinst du damit etwa mich? Ivan wollte etwas erwidern, doch er kam nicht mehr dazu. Der alte Mann bückte sich zu ihm herab und drapierte ihm die Hand aufs Gesicht. Ivan schlug der Geruch von Isolierband und kaltem Schweiß entgegen. Der Alte betastete Ivans Nase, die Wangen, die Stirn und das unrasierte Kinn. Ach Mann, Großväterchen! Ivan wollte sich entwinden, doch er hatte keine Kraft dazu. Jetzt wurde er heftig am Ohr gezogen. Nicht so fest, jammerte er leise. Direkt vor ihm schob sich nun das Gesicht des alten Mannes ins Bild. Er hatte weiße Augen ohne Pupillen. Sie blickten über ihn hinweg. Was faselst du da? Erst jetzt begriff Ivan, dass sein Retter blind war. Die blaue Flamme des Spirituskochers züngelte gegen den Boden des rußigen Topfs. Nun, da hat mich Fjodor angerufen, sagte der Alte. Angerufen? Fragte Ivan verwundert. Ja, per Telefon. Wie besessen rührte der Alte mit dem Kochlöffel in der Brühe. Der stechende Geruch des brennenden Trockenspiritus wurde vom köstlichen Duft der Pilzsuppe übertüncht. Ivan lief das Wasser im Mund zusammen und sein Magen begann zu knurren. Als ich ihn an der Strippe hatte, dachte ich zuerst auch, dass ich spinne. Ich habe in meinem Leben ja wirklich alle möglichen Drogen probiert, aber so ein heftiger Trip. Ivan legte den Kopf schief. Erzähl mir bloß nichts von Trips, dachte er. Du hast es quasi mit dem Vater der halluzinogenen Bombe zu tun. Wen hattest du an der Strippe? Fragte Ivan nach. Fjodor, hatte ich das nicht gesagt? Fjodor Bachmetjew, der lebt dort. Dort? Wo dort? Einer von uns beiden steht neben der Spur, dachte Ivan. Im LAES, dem Leningrader Atomkraftwerk. Kennst du doch, oder? Geht's noch? Ivan lehnte sich zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Der heftige Trip des Alten schien immer noch anzudauern. Ich weiß einiges darüber, verkündete der Alte. Mein Vater hat Atomkraftwerke gebaut. In meiner Kindheit habe ich mit Plänen für ein RBMK gespielt. Was ist das denn? Ein Reaktortyp, erklärte der Alte achselzuckend. Praktisch baugleich mit dem von Tschernobyl, nur dass der Petersburger mehr Leistung hat. Aha, das Leben wird mit jedem Tag spannender, dachte Ivan. Mal schießt dein bester Freund auf dich, mal kommt ein Telefonanruf aus einem Reaktor. Was für ein Telefon eigentlich? Erkundigte sich Ivan. Bitte? Ich meine, welches Telefon hast du denn benutzt? Es steht da drüben im Zimmer auf dem Tisch, so ein rotes. Ivan erhob sich. Das Aufstehen kostete ihn einige Anstrengung und in seinem Kopf begann sich sofort alles zu drehen. Mühsam schleppte er sich an der Wand entlang bis zur Tür und schob sie auf. Die Angeln quietschten. Auf dem Tisch stand tatsächlich ein Telefon. Allerdings war es alles andere als rot und auch nicht grün. Ivan warf einen Seitenblick auf den alten Mann. Der griff gerade nach einem weißen Plastikfläschchen, öffnete es und begann die Suppe zu salzen. Der köstliche Duft der Pilze brachte Ivan völlig aus dem Konzept. Wieder meldete sich der Magen. Ivan konnte deutlich hören, wie er rumorte. Du kommst schon noch zu deinem Futter, Digger, sagte sich Ivan. Jetzt mach erst mal. Ivan schlurfte zum Tisch und ließ sich auf den Stuhl davor plumpsen. Dann wartete er ab, bis das Schwindelgefühl nachließ. Als das Zimmer aufhörte, sich um ihn zu drehen, ließ er seinen Blick über den Tisch schweifen, auf dem nichts weiter stand als das Telefon.
Ein gewöhnliches Telefon aus mattgrauem Kunststoff. In der Staubschicht, die es überzog, waren Fingerabdrücke zu sehen. Offensichtlich war es schon lange nicht mehr benutzt worden. Das Ding funktioniert nicht, dachte er. Dafür verwette ich meinen Kopf. Es kann nicht funktionieren. Höchstens, dass der Anruf von der nächstgelegenen Station kam. Wer weiß, vielleicht ist der Alte ein Verwandter des Stationskommandanten und man hat ihm eine Extraleitung gelegt. Naja, nicht sehr wahrscheinlich, aber plausibler als die Version mit dem Anruf aus dem AKW. Ivan griff nach dem Hörer. Er zögerte. Und wenn doch jemand rangeht, was sage ich dann? Egal, das probieren wir jetzt aus. Er hielt sich den Hörer ans Ohr und lauschte. Stille. Ein fernes, kaum wahrnehmbares Brummen. Im Hallo, sagte Ivan. 1212, bitte kommen. Schweigen war auch nicht anders zu erwarten gewesen. Dieser mysteriöse Fjodor Badmetjew, das Leningrader AKW, alles erfunden. Ivan legte den Hörer auf, schleppte sich zur Matratze zurück und sank hin wie ein gefällter Baum. Ihm war schwarz vor Augen. Du solltest zu ihm gehen, sagte der Alte. Ivan schüttelte den Kopf. Kein Wasser im Ohr. Er hatte sich nicht verhört. Wie meinst du das im Ernst? Was hast du dem gedacht? Bis zum Leningrader AKW sind es nur 80 Kilometer. Kennst du Sosnowy Bor? Es gab mal eine Stadt, die so hieß. Dort befand sich das Atomkraftwerk. Geh hin. Irgendjemand muss es doch machen, nicht wahr? Ivan verzog das Gesicht. Und dieser jemand soll ausgerechnet ich sein. Wer denn sonst? Entgegnete der Alte. Wie machst du es? Ivan seufzte. Ihm tut mir leid. Das ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt. Das Gesicht des Blinden versteinerte, wie ein Stalagmit in einer Tropfsteinhöhle, der über Jahrtausende Tropfen für Tropfen gewachsen ist. Eine Kalzitkerze. Ivan hatte solche Gebilde in verlassenen Tunneln gesehen. Wunderschön, aber bizarr. Ich dachte, du wärst ein Tiger, sagte der Alte enttäuscht. Das dachte ich auch. Nachdenklich wiegte der Alte den Oberkörper über den Topf. Er wird die schöne Suppe noch anbrennen lassen, dachte Ivan. Schade. Was ist mit dir passiert, Tiger? Ivan musste unwillkürlich schmunzeln. Eine gute Frage. Ich wurde erschossen. Das kommt vor. Und jetzt muss ich ein paar Dinge regeln. Der Blinde zog die weißen Augenbrauen zusammen. Das müssen wir alle. Dafür sind wir Menschen. Gut gesagt, erwiderte Ivan. Stress, nichts als Stress, philosophierte der Alte. Als ich noch in deinem Alter war, stand ich auch ständig unter Strom. Irgendwelche Sorgen, Streit, Freunde, Verbündete, Feinde, Frauen. Das letzte Wort betonte er so lustvoll, dass Ivan sich unwillkürlich fragte, ob der Alte das Thema tatsächlich schon abgehakt hatte. Frauen, wiederholte der Blinde und seufzte. Oh, dabei sollte man an das Beständige denken. Und du? Woran denkst du, Tiger? Im Moment nur ans Essen, antwortete Ivan. Ich habe einen Mordshunger und mir ist schwindelig. Ivan hatte gelogen. In jenem Moment hatte er keineswegs ans Essen gedacht. Als der Digger die Lieder schloss, waren auf ihrer Innenseite drei Namen erschienen. Memov, Orlov, Sasonov. Ganz einfach. Er wusste nur noch nicht, in welcher Reihenfolge er sie töten würde. Schläfst du? Jemand rüttelte Ivan. Oder hast du den Löffel abgegeben? Er öffnete die Augen. Der Blinde beugte sich über ihn. Von seinem bärtigen Haupt hingen schlohweiße Zotteln herab. Da, nimm Grünschnabel. Der Alte hielt ihm einen verbeulten Blechteller hin. Die Suppe dampfte in der kühlen Luft. Hau rein! Mit der anderen Hand reichte ihm der Alte einen Löffel. Ivan sog den Dampf ein. Die Suppe roch deutlich verbrannt. Danke, sagte Ivan. Schon den zweiten Tag in Folge wurde Ivan von stechenden Rippenschmerzen und Fieberschüben geplagt. Sein gesamter Brustkorb fühlte sich wie ein Fremdkörper an.
wie ein eitriger Zahn, der sich nicht mehr wie ein eigener anfühlt, sondern wie ein grimmiger Feind, der sich im Kiefer eingenistet hat. Nur, dass man einen Zahn einfach ziehen kann. Hier ist die Kugel eingedrungen, erläuterte der Doktor, ein Militärarzt von der Station Plotschat-Lenina. Sie traf auf die Metallplatte und wurde abgelenkt. Die Schutzweste war deine Rettung. Der Militärarzt hatte ein längliches Gesicht, kurze Augenbrauen, einen nahezu kahlen Schädel und einen langen, dürren Hals. Kurzum, er sah aus wie ein Geier aus dem Zeichentrickfilm Das Dschungelbuch, den Ivan als Kind gesehen hatte. Allerdings war mit diesem Mann nicht zu spaßen, das merkte man sofort. »Reiner Zufall«, sagte Ivan, »meine Rippen sind lädiert und an dem Tag hatte er auch noch Rückenschmerzen. Da habe ich die Metallplatte angelegt und mit einem Verband fixiert, damit die Rippen ruhig gestellt werden. Das hält ganz gut.« Ivan überlegte. »Besser gesagt, es hielt.« »Erstaunlich«, der Arzt zog die Augenbrauen hoch. »Ich habe allerdings von noch verrückteren Zufällen gehört. Von Kugeln, die Bücher oder Amulette trafen. Und bei ihnen war es eben eine improvisierte Rippenbandage.« Er sah Eva mit seinen furchterregenden blauen Augen an. »Es gab da mal so einen Film. Für eine Handvoll Dollar hieß er, glaube ich. Mit Clint Eastwood. Egal, Sie werden ihn sicher nicht kennen. Jedenfalls hängt sich da eine Ofenklappe vor die Brust.« »Ich war einfach nicht dazu gekommen, die Dinger wieder abzunehmen«, erklärte Ivan, als müsse er sich dafür rechtfertigen, dass ihm ein glücklicher Zufall das Leben gerettet hatte. Der Arzt lächelte und stand auf. Die Lampe hinter seinem Kopf erzeugte einen bläulichen Schein um seine Glatze. Für einen Augenblick sah er aus wie ein Heiliger auf einer Ikone. Als er den Kopf wegzog, schlug Ivan das grelle Licht entgegen. Verdammt! Er kniff die Augen zusammen. Auf der Innenseite seiner Lider verloschen die Umrisse der Glühwedel. »Ich lasse Ihnen Wasserstoffperoxid da, zum Reinigen der Wunde«, sagte der Doktor. »Und Sulfanilamidpulver. Ich würde Ihnen ja richtige Antibiotika verschreiben, wenn ich welche hätte. Aber ich denke, dass Sie auch so wieder auf die Beine kommen. Sie haben einen robusten Körper. Nur immer die Wunde schön sauber halten.« »Im Danke, Doktor«, sagte Ivan. Als der Arzt gegangen war, legte sich der Digger wieder aufs Bett und schloss die Augen. Der Schmerz in den Rippen pulsierte. Kurios. Wer hätte gedacht, dass ihn die Bestie an der Primorskaja vor einer Kugel retten würde? Verrückte Geschichte. Kurz darauf hörte Ivan Schritte und das Pochen der Krücke. Er beschloss, liegen zu bleiben. Was sich der Alte wohl diesmal wieder einfallen ließ? Ivan öffnete die Augen einen Spalt und atmete tiefer, als ob er schlief. Der Blinde beugte sich über ihn und horchte. »Mach dich hier einfach gemütlich«, brummte er. Dann hob er seine Krücke. Verdammt! Noch ehe Ivan reagieren konnte, bohrte sich schon ihr stumpfes Ende in seine gesunde Seite. Ivan sprang auf. »Ey, was soll das?« »Ich wecke dich, weil du in meinem Bett liegst«, erklärte der Blinde lapidar. »Das geht ja wohl nicht. Der Doktor hat gesagt, dass ich liegen soll. Ich tu das, aber verpiss dich gefälligst auf deine Matratze.« Der Alte grinste schadenfroh. »Die im Übrigen auch mir gehört.« Ivan musste lachen. Der schrullige Alte hatte einen gewissen Charme. »Okay, überredet«, lenkte Ivan ein. »Wo ist denn deine Matratze?« Das Stehen tat ihm überhaupt nicht gut. Schon fing das Zimmer wieder an, sich zu drehen. »Noch ein, zwei Tage liegen, dann breche ich auf«, dachte Ivan. »Ich werde schon nicht gleich krepieren unterwegs.« Nachts träumt Ivan wieder von dem Lazarett und dem Leutnant mit den eiskalten Augen. Abermals geht er im grellen Licht hinter dem Leutnant her, zwischen den Reihen der Feldbetten hindurch. Wieder klotzen die Verwundeten hasserfüllt oder wenden sich ab. Und wieder sieht er den Feuerblitz, als der Leutnant abdrückt und die Welt aus den Fugen gerät. Der Doktor fällt elend langsam. Ivan sieht die grauen Bartstoppeln an seinem Hals. Doch sein Gesicht hat sich verändert. Jetzt ist es der Militärarzt von der Station Plotschat-Lenina. Lautlos öffnen die Krankenschwestern ihre Münder.
Eine von ihnen ist Tanja, die andere jenes Mädchen namens Eljusa. Selbst im Traum wundert sich Ivan über ihr Erscheinen. Eljusa schreit, Tanja schreit. Ivan legt dem Leutnant die Hand auf die Schulter. Schon im nächsten Augenblick ahnt er, dass er das lieber nicht hätte tun sollen. Der Leutnant dreht sich langsam um. Und dann sieht Ivan sein Gesicht. Es ist Sasunov. Hallo Vanya, sagt Sasunov vergnügt. Ein Feuerblitz. Ivan zuckt zusammen und spürt, wie ihm die Kugel zwischen die Rippen dringt. Hat er dort nicht eine Metallplatte? Ivan senkt den Kopf und sieht, wie das Blut aus dem Einschussloch quillt. Er hat mich erschossen, denkt er und beginnt langsam umzufallen. Tanjas Gesicht entfernt sich. Das weiße Hochzeitskleid. Warum nur, Majuschka, hast du dich nicht in einen Fluss gestürzt? Ivan öffnete die Augen. Höchste Zeit, sich auf den Weg zu machen, dachte er. Ich habe schon genug Zeit verloren. Gesund werden kann ich auch unterwegs. Über ihm war die graue Decke mit dem Spalt zwischen den Platten. Der Blinde lebte im Verbindungstunnel zwischen den Stationen Plotschetwostanja und Tschernitschewskaja in einem kleinen verlassenen Bunker. Zu welchem Zweck man ihn ursprünglich errichtet hatte, erschloss sich Ivan nicht. Doch er verfügte über zwei Räume. In einem davon stand das Telefon und eine Art Lager, das man durch einen kleinen Gang erreichte. Dort war es dunkel und eng. An der Wand standen graue Blechschränke und ein Turm aus übereinander gestapelten Gerätekästen. Von der Decke des Bunkers hingen Lampen an Kabeln herab. Zwei davon funktionierten sogar, doch eine schier unbegrenzte Verfügbarkeit von Strom hatte sich Ivan nach dem Aufenthalt an der Plotschetwostanja schon beinahe gewöhnt. Dem alten Mann brachte die Beleuchtung nichts. Ivan konnte also durchaus von Glück sagen, dass er nicht im Dunkeln saß. »Du willst gehen?« fragte der Alte. »Ja, sobald ich einigermaßen auf den Beinen bin.« »Deine Sache. Du musst selbst wissen, was du tust. Hier dein Pass. Im Ernsthaft?« Ivan nahm das abgegriffene Büchlein, das ihm der Blinde entgegenhielt, und öffnete es vorsichtig. Ivan Sergejewitsch Gorilov. Geburtsdatum 1.11.2008. Geburtsort St. Petersburg, Leningrader Gebiet. »Ihm das ist nicht mein Pass«, sagte Ivan. Der Alte zuckte mit den Achseln. »Wem gehört er dann? Er lag neben dir, als ich dich gefunden habe.« Ob ihn der Sombel verloren hatte? Zufälle gibt's. Jedenfalls genau zur rechten Zeit. Ohne Pass hatte man es zurzeit schwer in der Metro. »Und wie heißt du richtig?« Ivan, aber mit anderem Nachnamen. Pass doch. Der Alte legte den Kopf in den Nacken, als wollte er die Decke betrachten. Du musst dich nicht mal an einen neuen Vornamen gewöhnen. Stimmt. Sasunov hatte Ivan alles abgenommen. Die Waffe, das Messer, die Lampe und seine Papiere. Ivans übrige Habseligkeiten waren in seiner Tasche an der Station zurückgeblieben. Auch die Glaskugel. Das Geschenk für Tanja. Ivan seufzte. Tanja, ihre funkelnden Augen. Ich muss nach Hause. Schweigen. Du willst, dass alles wieder so wird, wie es war. Der Alte drehte den Kopf zu Ivan. Ist das wirklich dein Ziel? Nicht besonders romantisch. Ich will mein Leben zurückhaben, verkündete Ivan trotzig. Blödsinn, erwiderte der Alte. Dein Leben hat es nie gegeben. Du bist in diesem Krieg gestorben, Digga. Du hast es nur immer noch nicht kapiert. Du bist tot, Ivan, wiederholte er. Der leere Blick seiner weißen, pupillenlosen Augen war gespenstisch. Wer bist du? Ich? Der Blinde begann zu lachen. Wir schlummerten und harrten der heiligen Frühe, deklamierte er, als die dämmernde Eos, kennst du sie, mit Rosenfingern erwachte. Ivan stutzte. Wo hatte er gleich wieder von dieser dämmernden Eos gehört? Vor gar nicht so langer Zeit. Andererseits kam es ihm vor, als lägen die jüngsten Ereignisse bereits Jahre zurück. Mit welchem Namen soll ich dich ansprechen?
fragte er. Der Blinde überlegte. Nenne mir Eis, antwortete er schließlich. Obwohl, am besten wäre es, du würdest mich gar nicht mit Namen ansprechen. Nach 2 Tagen hatte Ivan sich so weit erholt, dass er kurze Spaziergänge unternehmen konnte. Der Alte begleitete ihn, widerstrebend und brummig. Warum er das tat, blieb Ivan ein Rätsel. Der Gesellschaft wegen. Aha, Pustekuchen. Die Ausflüge mit dem Alten waren eine Strafe. Er hatte eine höchst eigenwillige Vorstellung vom Spazierengehen. Meist rannte er mit seiner Krücke voraus, dann ließ er sich wieder zurückfallen und zockelte extra langsam hinterher. Um sich von seinen Schmerzen abzulenken, erzählte ihm Ivan die Geschichte von dem Meeresungeheuer an der Primorskaja. Als ich den Tiger sah, wusste ich sofort, dass da irgendetwas faul ist. Wie einen Tiger, wunderte sich der Alte. Was für einen Tiger denn? Einen weißen. Einen bengalischen oder wie? Ach Gottchen. Auf dem Gesicht des Blinden erschien plötzlich ein verklärtes Lächeln mit einem Anflug von Wehmut. Ein schönes Tier. Doch wie kam es in die Metro? Angeblich hat ein Mitarbeiter des Zoos ihn direkt vor der Katastrophe rausgelassen und der Tiger ist sofort in die Metro gelaufen. Das ist natürlich ein Märchen. Andererseits, warum eigentlich nicht? Mir gefällt die Geschichte jedenfalls. Ein Märchen, meinst du? Der Alte kratzte sich an der Stirn. Also, wenn du es genau wissen willst, ich war derjenige, der ihn rausgelassen hat. Pause. Hatte sich Ivan verhört oder war der Alte nun endgültig durchgeknallt? Genauso gut hätte er behaupten können, dass er die Welt in 7 Tagen erschaffen hat. Wo hast du ihn rausgelassen? Was für eine Frage. Aus dem Käfig natürlich. Der Alte schwang die Krücke und legte einen Zahn zu. Wo hätte man ihn denn deiner Meinung nach sonst halten sollen? Im Empire State Building. Du bist schon ein seltener Gipskopf. Das war beleidigend. Ivan blieb sogar stehen, um sich über seine Gefühle klar zu werden. Wirklich beleidigend. Er wusste gar nicht, wann er sich das letzte Mal so lächerlich gefühlt hatte. Vermutlich nach Kursolapis Tod. Nicht genug, dass man ihn erschossen hatte. Als Dreingabe durfte er sich auch noch als Gipskopf verunglimpfen lassen. Oh, große Guru, dann sage mir doch... wie bitte?« unterbrach ihn der Alte und wedelte drohend mit seiner Krücke. »Verstanden«, beschwichtigte Ivan. »Aber im Ernst, warum hast du den Tiger eigentlich rausgelassen?« An diesem Tag gingen sie weiter als sonst. Ivan hatte diesmal nicht zittrige Beine wie sonst. Dafür stotterte sein Herz, als würde es nicht Blut, sondern Schweröl pumpen. »Stopp!« »Wo sind wir denn hier gelandet?« »Was ist das?« fragte Ivan. »Ein Lüftungsschacht, nichts Besonderes«, erwiderte der Alte achselzuckend und krückte weiter. Tock, tock, tock. Ivan leuchtete mit der Lampe umher. Ein gewöhnlicher Eingang in einen gewöhnlichen Lüftungsschacht. Von drinnen wehte ihm ein kräftiger Luftstrom entgegen. »Schau an, der funktionierte noch.« Er trat ein. Im Lichtkegel der Lampe erschienen übereinander gestapelte Behälter mit Kohlefiltern. Jetzt war klar, wozu der Schacht diente. Weiter oben im Schacht befanden sich ein hermetisches Tor und eine Schleusenkammer, der Ausgang nach draußen. Digger benutzten hin und wieder die Schächte der Luftfilteranlagen, um zur Oberfläche zu gelangen. Allerdings war dies ein mühseliges Unterfangen, selbst wenn sich eine noch so intakte Leiter im Schacht befand. Immerhin musste man 70 Meter Höhe überwinden. Wenn man dann noch Sachen schleppte oder die Leiter vereist war, wurde die Angelegenheit zur Strapaze. Ivan hatte sich diese Tortur nur einmal angetan, damals, als ihn die Veganer verfolgten, und da war ihm nichts anderes übrig geblieben. Er sah sich um. Die Luftfilteranlage war gut in Schuss. Offenbar wurde sie regelmäßig gewartet. Er leuchtete die Wand aus. Halb verwitterte Ziffern auf dem Beton, die Nummer des Schachts, keinerlei Auffälligkeiten. Ivan ging zum Ausgang zurück.
Er wollte gerade wieder aufs Gleis hinuntersteigen, als es ihm plötzlich wie ein Stromschlag durchfuhr. Verdammt, das gibt's doch nicht. Ivan ging noch einmal zurück. Sein Herz pochte heftig. Sicher hatte er sich das nur eingebildet. Vor der Wand stellte er die Tasche ab und hob die Lampe. Ganz langsam, als wolle er hinauszögern, dass sich seine Befürchtungen bestätigten. Schließlich erschienen die roten Ziffern im Lichtkreis. Ivan trat näher und fuhr mit der Hand über den Beton. Er war brüchig, trocken und rau. Auf seinem Handschuh blieb weißer Staub zurück. Und das hat alles mit dem Lüftungsschacht Nummer 201 zu tun, hatte Specht zu ihm gesagt, der verrückte Philosoph von der Station Plotstedt-Wustania. Ivan hatte soeben den Ort gefunden, um den sich alles in der Metro drehte. An der Wand stand die Nummer 201. Neben der Tür stand ein Spruch. Ivan las ihn, schmunzelte und schüttelte den Kopf. Na klar, der war ja quasi obligatorisch. Was steht denn da? Ivan erschrak. Er hatte nicht bemerkt, dass der Blinde ihm nachgegangen war. Und überhaupt, woher wusste er überhaupt, dass dort an der Wand etwas geschrieben stand? Manchmal hatte Ivan den Eindruck, dass der Alte in Wahrheit alles sah und aus unerfindlichen Gründen nur so tat, als wäre er blind. Enigma ist ein guter Mensch, DM, las Ivan. Wer ist das? Was hatten die Sombel dem Alten auf ihrer Flucht hinterhergerufen? Ivan sah den Blinden prüfend an. Der zuckte mit den Achseln, so als wollte er sagen, höre ich zum ersten Mal. Kennst du ihn? Der Alte schüttelte flüchtig den Kopf, doch es war offensichtlich, dass er diesen geheimnisvollen Enigma sehr wohl kannte. Trotzdem tat er so, als wüsste er von nichts. Na gut, das war sein gutes Recht. Jeder hat schließlich ein paar Leichen im Schrank. Zurück am Gleis fiel Ivan auf, dass er seine Tasche vergessen hatte. Er ging wieder zurück. Der Alte stand immer noch im Raum und wippte mit dem Oberkörper hin und her wie in Trance. Sein weißes Haar leuchtete in der Dunkelheit. »Sie mögen mich doch, die Gauner«, brummte der Alte, wischte sich mit dem schmutzigen Ärmel über die tränenden Augen und wippte weiter. »Sie mögen mich.« Ivan hob leise seine Tasche auf und ging zum Ausgang. Er hatte Herzklopfen. Was ging hier eigentlich vor? »Ein weißer Tiger kann in der freien Natur nicht überleben«, sagte der Alte. »Das zu deiner Frage, warum ich ihn aus dem Käfig gelassen habe. Darin ähnelt er uns Menschen. In der Natur fallen Albinos zu sehr auf. Sie verhungern entweder oder sie fallen normal gefärbten Tigern zum Opfer. So ist es mit uns Menschen auch. In der wilden Natur, die uns umgibt, sind wir die Albinos. Stell dir vor, man würde dich irgendwo aussetzen, wo dir alles fremd ist und wo du selbst fremd bist. Jetzt, wo sich draußen alles verändert hat, sind wir Menschen so etwas wie Tiger auf dem Mars. Schon mal von fremden Planeten gehört. Sogar die Metro bietet dem Tiger wenigstens ein bisschen Vertrautheit. Ivan schwieg. So war das also. Und es gibt keinen Ausweg. Für den Tiger oder für die Menschen? Für den Tiger in der Stadt? Der Alte überlegte. Doch, es gibt einen. Und der wäre? Kann zum Menschenfresser werden. 79,80. Ivan beendete die Liegestütze und stand schweißgebadet auf. Seine Arme zitterten vor Erschöpfung. Immerhin, das regelmäßige Training brachte ihn allmählich wieder in Form. Jetzt waren die Übungen mit dem Ball an der Reihe. Reaktion, Koordination, Gefühl für den Partner. Ivan besann sich. Meinen Digger-Trupp gibt es nicht mehr. Den Digger Ivan gibt es nicht mehr. Ich müsste komplett von vorne anfangen. Ist es das wert? Er nahm die Bälle und wiegte sie in der Hand. Tennisbälle hatte er hier keine. Schade. Aber die Stoffbälle mit den Gewichten darin taten es auch. Es war wieder Zeit für philosophische Gespräche. Ivan schmunzelte. Das Training mit dem alten Mann machte Spaß.
Sie unterhielten sich über alles Mögliche, während sie einander die Bälle zuwarfen. Der Blinde fing sie geschickt und griff nur selten daneben. Wesentlich seltener als Ivan, als hätte er ein lasergestütztes Ortungssystem im Kopf, was ihm wohl zugestoßen war. Der Alte schwieg sich beharrlich darüber aus. Ivan schüttelte den Kopf. Gewiss eine entsetzliche Geschichte. Es war ein eigenartiges Gefühl, mit einem Partner zu üben, der einen nicht sehen konnte. Und dann diese ganze Philosophie. Beim letzten Mal hatte der Alte erklärt, die Metro sei die Hölle. Heute behauptete er, die Metro sei das Paradies, aus dem die Menschen früher oder später vertrieben würden. »Was ist denn nun die Metro, das Paradies oder die Hölle?«, fragte Ivan und warf den Ball. Der Alte fing das Stoffbündel gekonnt und legte die Stirn in Falten. »Was ist denn deiner Meinung nach das Paradies?«, er warf. »Ein Ort, an dem Engel leben«, erwiderte Ivan und fing seinerseits den Ball. Der Alte legte den Kopf schief. Seine weißen Augen schienen direkt in Ivans Seele zu blicken. Der Ball flog durch die Luft. Im letzten Moment schnellte seine faltige Hand empor und fing ihn unmittelbar vor seinem Gesicht. »Auch eine Antwort«, konstatierte der Alte und warf. »Wenn du die Engel triffst, richte ihnen einen schönen Gruß von mir aus.« Ivan musste springen, um den Ball zu erwischen, und landete problemlos wieder auf den Beinen. Seine Rippen schmerzten fast gar nicht mehr. »Wird gemacht!« »Ich Quatschkopf«, versetzte der Alte gutmütig. »Willst du hören, wie alles wirklich gewesen ist? Ich weiß es nämlich.« »So«, Ivan grinste. »Warum eigentlich nicht?« Der Alte mümmelte mit den Lippen. »Irgendwo in der Metro läuft ein alter Gott herum«, begann er leise. »Er hat einen langen weißen Bart, ein runzeliges, gütiges Gesicht und blaue Augen, völlig schamlose Augen, selbstverständlich.« Ivan schluckte. »Was für eine Beschreibung!« »Solchen Mist könnt ihr ohne Ende erzählen«, verkündete der alte Haudegen. »In Wirklichkeit war alles weit weniger pathetisch. Es war einmal, lange vor der Katastrophe, der Urmonte. Eines schönen Tages, schon wieder ein Märchen, eigentlich war es ein grässlicher Tag gewesen, beschloss er, die Metro zu erbauen. Er rief seine Monte zu sich, drückte ihnen einen Plan in die Hand und befahl, baut ihr Nichtsnutze, so und so. Er kontrolliere es dann. Die Monte stöhnten. Doch da ihnen nichts anderes übrig blieb, gingen sie ans Werk. Als sie fertig waren, begutachtete der Urmonter die Metro. Und er sah, dass sie lausig war, aber noch schlechter hätte werden können. Da sagte der Urmonter, es werde Licht in der Metro. Und die Monte verlegten ein Stromnetz. Und dann, der Alte machte eine dramatische Pause, dann kam der Urtiger. Urtiger, Urmonster, da hat er wieder was gefunden, womit er mir auf die Nerven gehen kann, dachte Ivan. Märchen für Nachwuchsdigger. Kosolapi hatte ihm solche Geschichten erzählt. Auch Ivan selbst hatte sie schon zum Besten gegeben, als er junge Digger trainierte. Die Tür zum Zimmer des Alten war angelehnt. Ivan spähte durch den Spalt. Auf seine monströse Krücke gestützt, tigerte der Riese von einer Ecke zur anderen. Rastlos. Tock, tock, tock. Die graue Mähne wogte um das Gesicht mit dem verfilzten Bart. Plötzlich blieb der Alte vor der Wand stehen und wippte auf den Zehen, als stünde jemand vor ihm. Ivan schaute angestrengt, aber da war nichts. Nur der Schatten des Geräteschranks. »Was habt ihr hier verloren? Denkt ihr, das hier ist die Arche Noah?« Ivan kniff die Augen zu, rieb sich über die Lider und schaute abermals. Was für ein Quatsch, das konnte doch nicht sein. Ein normaler Schatten, reglos, wie es sich für den Schatten eines unbewegten Objekts gehörte. Doch Ivan wusste plötzlich ganz genau, dass dieser Schatten sich nach den Worten des Alten kurz bewegt hatte. Halluzinationen. Womöglich hafteten noch Reste des violetten Staubs an seiner Kleidung. Warum nicht? Gewiss war es nur Einbildung. Und dass der Alte mit der Wand sprach, geschenkt.
Jeder hat schließlich seine Marotten. Ivan schüttelte den Kopf. Was wollt ihr von mir? Fragte der Alte. Sagt schon. Geh, Digga, schlaf dich gründlich aus. Das Telefon läutete, ununterbrochen. Schon im Schlaf hörte Ivan das monotone, aufdringliche Geklingel, das vor allem deshalb nervte, weil es so absurd war. Ring, ring, ring. Das Läuten ging durch Mark und Bein. Ivan stöhnte, vergrub den Kopf im Kissen, wälzte sich auf die Seite und zog sich die Decke über den Kopf. Es half nichts. Das penetrante Geräusch drang mühelos durch den Stoff und bohrte sich in seine Ohren. Ring, ring, ring. Als das Geräusch sich zur Größe der Station Nevsky Prospekt aufgebläht hatte, hielt Ivan es nicht länger aus. Er rollte von der Matratze und öffnete die Augen. Es war ein äußerst unsanftes Erwachen. Aus der Welt der Träume kehrte Ivan auf einen Schlag in seine materielle Hülle zurück und hätte beinahe nicht hineingepasst. Sein Herz schlug heftig und unregelmäßig. Er hatte einen säuerlichen Geschmack im Mund und seine Kehle war wie ausgedörrt. Mit fortschreitendem Alter passierte ihm das immer öfter, wenn er nicht ausgeschlafen hatte. Egal. Ring, ring, ring. Ivan kniff die Augen zusammen und dehnte den verspannten Nacken. Das Läuten kam aus dem Nachbarraum. Telefon. Wieso Telefon? Ivan stand auf und taumelte zur Tür. Ihre Konturen verschwammen ihm vor den Augen. So gnadenlos war Ivan schon ewig nicht mehr aus dem Schlaf gerissen worden. Er fühlte sich hundeelend. Ring! Ach, geh doch endlich einer ran! Funktionierte das Telefon des Alten also doch? Mit wem hätte er telefonieren sollen? Hatte man ihm von der Station eine Leitung gelegt? Ivan trat auf die Türschwelle und stützte sich im Rahmen ab. Er blinzelte fieberhaft, doch vor seinen Augen hing immer noch ein Schleier. Noch ein Versuch. Endlich konnte Ivan etwas sehen. Auf dem Schreibtisch stand das graue Telefon und läutete. Nicht zu fassen. Ivan ging zum Tisch, nahm mit steifen Fingern den Hörer ab und hielt ihn sich ans Ohr. Das Läuten hörte auf. Ivan betrachtete das graue Gehäuse mit den schwarzen Tasten. Das musste eine Sinnestäuschung sein. Hallo, sagte er. Lange nichts. Dann ein Knacken. Wer ist am Apparat? Fragte plötzlich eine gebieterische Stimme am anderen Ende der Leitung. Gorilov, erwiderte Ivan. Er musste sich schließlich an den Namen gewöhnen. Folgender Befehl, Gorilov. Linie 2 wird in den autonomen Betrieb überführt. GUS Datschnik in Kriegsbereitschaft versetzt. Allgemeine Bereitschaft 50 Minuten. Verstanden? Allgemeine Bereitschaft 50 Minuten. Die Hauptbunker sind für die Einquartierung der Bevölkerung vorzubereiten. Bestätigung von oben ist erfolgt. Während Ivan zuhörte, kroch die Kälte des eklig glatten Kunststoffhörers in sein Ohr, von dort in den Kopf und dann durch die Speiseröhre in den Magen hinunter. Dort verdichtete sie sich wie ein verschüttetes Quecksilber zu einem schweren, glitzernden Klumpen. Ich wiederhole, Startbefehl wurde erteilt. Bestätige Sie den Empfang der Meldung. Gorilov, schläfst du? Verstanden, sagte Ivan. Hör zu, Gorilov. Die Stimme des Sprechers verlor plötzlich die eiserne Härte und wurde brüchig, als hätte jemand den Stecker gezogen. Alles ist zu Ende. Vergiss das Objekt 30. Rette die Menschen. Ich werde mich betrinken und mir eine Kugel in den Kopf schießen. Gorilov, ich flehe dich an. Rette die Menschen. Es ist so sinnlos. Wenn es irgendeinen Sinn hätte, würde ich es selbst versuchen. Aber es hat keinen Sinn. Die Stimme verzerrte sich zu einem irren Lachen. Ivan hörte, dass hinter dem Sprecher jemand atmete. Sie sind da. Weißt du, ich hatte gehofft, dass dieser Tag niemals kommen würde. Ich hatte gehofft, ihn wenigstens nicht zu erleben. Meinetwegen vorher an Krebs zu sterben. Warum nicht?
Krebs ist nicht das Schlechteste. Da wäre mir wenigstens noch die Hoffnung geblieben. Aber wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, sehe ich nur ein gähnendes schwarzes Loch. Wie bei den Atheisten. Nichts. Nothing. Ich kann den Menschen nicht in die Augen schauen. Das war's. Hast du den Befehl weitergeleitet? Ivan empfand auf einmal das Bedürfnis, den Mann am anderen Ende der Leitung zu beruhigen. Ja, habe ich. Danke, Gorilov. Warum nur habe ich die Welt um mich herum nie richtig wahrgenommen? Weißt du, meine Frau hat sich immer beklagt, dass ich nicht einmal in der Lage bin, einen Spaziergang mit ihr zu machen. Mit ihr und unserem Töchterchen. Dass ich immer einen Grund finde, wegzugehen, um etwas angeblich sehr Wichtiges zu erledigen. Ich war immer so beschäftigt. Und jetzt sehne ich mich so sehr nach diesen 5 Minuten zurück. Nach diesen 5 Minuten im Park, damals im Herbst. Es war ein trüber, windiger Tag und buntes Laub wirbelte durch die Luft. Das weiß ich noch, Gorilov. Und mein Töchterchen lief mit rudernden Armen auf mich zu. Durchs feuchte Laub. Meine Frau stand daneben. Diese 5 Minuten fehlen mir so unsäglich. Ich wünsche mir, dass mein Töchterchen noch einmal auf mich zuläuft. Ich möchte sie betrachten, ihr Haar berühren. Dieses weiche Haar vom Wind zerzaust. In solchen Augenblicken wie jetzt wird dir klar, wen du wirklich liebst. Und das sind keine leeren Worte. Wenn der Tod die Ewigkeit bedeutet, dann will er eine Ewigkeit mit bunten Blättern. Und dass mein Töchterchen zu mir läuft und Papa ruft. Das ist wahnsinnig sentimental, nicht wahr, Gorilov? Gorilov, sag doch was. Ich habe sonst nichts mehr, nur ein schwarzes Nichts. Wenn es Gott gibt, möge er ihnen Licht spenden. Ich komme auch ohne aus. Die Dunkelheit macht mir nichts, wenn ich weiß, dass meine Liebsten Licht haben. Wir haben uns selbst vernichtet. Jetzt, solange die Rakete noch in der Luft sind, diese 15 Minuten. Wenn ich könnte, würde ich vor Scham sterben. Vor Scham gegenüber meinem Töchterchen. Dumm, nicht, Gorilov? Sag was, Gorilov, bitte. Warum sagst du denn nichts? Besetzzeichen. Ivan legte auf. Was war das? Ivan trat zu dem Alten und packte ihn am Kragen. Was war das? Die blinden Augen des Alten schauten über Ivans Schulter hinweg in die Leere. Das Telefon. Ja, verdammt, das Telefon. Im nächsten Moment begriff Ivan, dass er flog. Der Alte hatte ihm einen heftigen Stoß versetzt. Ivan rollte über den Boden. Ihm wurde schwarz vor Augen. Als er endlich ruhig lag, krümmte er sich zusammen. Der alte Sack war nicht gerade zimperlich. Tief durchatmen, empfahl der Blinde. Das mit dem Telefon ist ganz einfach zu erklären. Wie? Ivan bekam keine Luft. Die Schmerzen strahlten vom Solarplexus aus wie heftige Stromschläge. Wie? Eine Aufzeichnung, sagte der Alte. Er hatte den Kopf leicht angehoben, als würde er horchen. Seine weißen Augen wirkten abwesend. Was? Eine gewöhnliche Aufzeichnung, nichts weiter, wiederholte der Alte mit spöttischem Unterton. Das ist hier ein halbmilitärisches Objekt. Da werden Gespräche üblicherweise aufgezeichnet. Und wer hat dann angerufen? Fragte Ivan, obwohl er die Antwort schon ahnte. Dein Schicksal, verkündete der Alte weihevoll, pleckte die wenigen verbliebenen Zähne und brach plötzlich in Gelächter aus. Quatsch, der Anruf wurde automatisch ausgelöst. Das ist schon weiß der Henker wie lange her. Da hat sich irgendein Kontakt geschlossen. Anruf, Anrufbeantworter, nichts weiter. Was? Das lässt sich alles erklären, Ivan. In der Metro gibt es keine Wunder. Schreib dir das hinter die Ohren, Grünschnabel.
Wie sehen deine weiteren Pläne aus? Ivan kratzte sich am Hinterkopf. Es kam ihm albern vor, darauf zu antworten. Andererseits wollte er den Alten nicht beleidigen. Schließlich hatte der eine ganz normale Frage gestellt. »Lass mich raten«, sagte der Alte. »Du willst Rache nehmen, nicht wahr? Deine Feinde töten.« Sasunov, Orlov, Memov, egal in welcher Reihenfolge. »Ja«, erwiderte Ivan, »damit liegst du nicht falsch.« Angenommen, es gäbe eine Aufgabe von globaler Bedeutung. Was würdest du tun? Eine Aufgabe, bei der es nicht um ein Einzelschicksal geht, wie in deinem Fall, sondern um das Überleben der Menschheit. Aha, ich soll also die Welt retten. Toll! Sehr komisch, entgegnete der alte Barsch. Aber es geht tatsächlich in diese Richtung. Machst du dir überhaupt eine Vorstellung davon, was das Leningrader AKW für die Menschheit bedeutet? An diesem AKW schien der Alte einen Narren gefressen zu haben. Bei allem Respekt, aber im Augenblick habe ich keinen Kopf dafür. Können wir uns darauf einigen, dass ich mich später damit befasse? Lass mich zuerst meine eigenen Angelegenheiten regeln, dann sehe ich, was ich für dich tun kann. Großes Tiger-Ehrenwort. Einverstanden? Der Blinde schwieg eine Weile. Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Ivan bedauerte selbst, dass es für eine solche Expedition im Moment nicht der richtige Zeitpunkt war. Der Alte nickte. Er hatte Ivans Standpunkt akzeptiert. Wirst du zur Allianz zurückkehren? Fragte er schließlich. Der direkte Weg ist mir versperrt, erwiderte Ivan. Er war froh, dass sein Gastgeber nicht schmollte. »An der Vostania komme ich nicht durch«, der Alte seufzte. »Wenn ich dich schon nicht davon abbringen kann, dann helfe ich dir eben. Geh bis zur Wiborskaya hinauf. Dort gibt es einen Übergang zu den Tunneln der Ringlinie. Mit ihrem Bau wurde erst kurz vor der Katastrophe begonnen und sie ist nicht mehr fertig. Ich weiß, ich weiß.« »Hättest du die Güte, mir ausreden zu lassen?« ereiferte sich der Alte. »Du musst dir einen Führer suchen. Der bringt dich... wo willst du eigentlich hin?« Ivan überlegte. Von seinen Freunden waren ihm nur Pascha und Schakilov geblieben. Pascha war sicher längst zur Wassilistowskaja zurückgekehrt und daher außer Reichweite. Aber Schakilov, der konnte ihm helfen. Auf Sascha konnte man sich verlassen. Sofern er noch am Leben war. Erstmal zum Nevsky Prospekt. Also die Linie 2. Dann gehst du bis zur Station zur Schnaja-Retschka und dann über die Petrogradskaja und die Gorkowskaja runter zum Nevsky. Das war natürlich eine Möglichkeit. Doch die Sache hatte einen Haken. Der Tunnel ist doch überflutet, oder? Man kommt aber trotzdem durch. Das kannst du mir glauben. Schon mal was von Neu-Venedig gehört. Im hinteren Raum fand Ivan eine ganze Kiste mit alten sowjetischen Gasmasken, darunter mehrere GP4 und eine isolierende IP2M. Ein uraltes Ding, aber warum nicht? Außerdem lagen jede Menge Regenerierpatronen dabei. Ivan nahm eine davon und inspizierte den Boden des Behälters. Verwendbar bis 2008. Tja, könnte ich trotzdem gut gebrauchen, dachte Ivan. Was wohl der Alte dazu sagt? Schritte, das Pochen der Krücke. Wenn man vom Teufel spricht. Der Alte blieb neben ihm stehen. Kann ich mir eine davon nehmen? Fragte Ivan. So viele du willst. Ich brauche sie nicht mehr. Die Augen des Alten schauten an Ivan vorbei. »Du willst wirklich schon aufbrechen?« »Ja, ich muss nach Hause.« Der Alte nickte und verließ den Raum. Allmählich entfernte sich das Pochen der Krücke. Ivan schüttelte den Kopf und spunzelte. Dieses Geräusch würde er vermissen. Ivan suchte sich eine unbeschädigte Maske in seiner Größe heraus und probierte sie an. Sie funktionierte. Der Gummi lag dicht am Gesicht an und die Bänder passten. So ein Ding müsste man aufsetzen, wenn man verkatert ist, dachte Ivan, damit einem der Kopf nicht auseinanderfliegt.
Er nahm die Maske wieder ab, atmete durch und warf einen bedauernden Blick auf die GP4. Es war schade, sie zurückzulassen, doch wollte er den Alten nicht zu sehr schädigen. Er legte noch zwei Filter mit dem jüngsten Haltbarkeitsdatum beiseite. Sie waren zwar auch schon abgelaufen, aber immer noch besser als nichts. Außerdem, was sollte mit der Kohle schon passieren? Er schloss die Kiste, dachte kurz nach, machte sie wieder auf und nahm dann doch noch eine zweite Maske heraus. Ohne Ersatzmaske ging es nicht. Als er die Ausrüstung in seiner Tasche verstaut hatte, spürte er plötzlich, dass jemand in unmittelbarer Nähe war. Verdammt, wieso hatte er das nicht schon früher bemerkt? Ivan fuhr herum und duckte sich, falls jemand auf ihn schießen wollte. Dann seufzte er erleichtert und richtete sich wieder auf. Der Alte stand in der Tür und schaute über Ivans Kopf hinweg. Einen schönen Schrecken hat er mir da eingejagt. »Da, nimm«, sagte er lapidar und streckte ihm die Hand entgegen. Ivan traute seinen Augen nicht. In der Pranke des Alten lagen zusammengefaltete und mit einem Gummi fixierte Tablettenstreifen. Für solche Kostbarkeiten hatte man in der Metro schon Leute umgebracht. »Worauf wartest du? Nimm's schon. Der Arzt wollte sie dir sowieso verschreiben.« »Vielen Dank«, sagte Ivan und nahm die Tabletten. »Nimm gleich welche ein. Dort ist Wasser.« Gegen Abend war Ivan bereit zum Aufbruch. Aus seinen Vorräten gab ihm der Alte noch eine Tasche, zwei Lampen, Batterien, 1,5 Magazine Patronen und ein Messer mit. Das Messer war nicht schlecht, aber früher hatte Ivan ein besseres gehabt. Früher waren ja auch die Tunneldecken höher, wie die Alten zu sagen pflegten. Eine Schusswaffe besaß der Alte nicht, leider. Der Blick seiner blinden Augen haftete an der Decke. »Willst du es dir nicht doch noch anders überlegen?« »Ich habe mich schon so an seine Marotten gewöhnt«, dachte Ivan. »Er wird mir fehlen.« »Du meinst wegen dem AKW?« Ivan schüttelte den Kopf. Der Sturkopf ließ einfach nicht locker. »Tut mir leid, keine Chance.« »Wenn du es dir anders überlegst«, entgegnete der Blinde, »und ich bin mir sicher, dass es früher oder später passieren wird, vergiss nicht. Du musst im Block 3, kannst du dir das merken? Und noch etwas, der direkteste Weg ist nicht immer der kürzeste. Darüber kannst du unterwegs nachdenken. Pass auf dich auf. Und jetzt setzen wir uns noch kurz, bevor du aufbrichst.« Sie setzten sich hin und schwiegen eine Weile. »Viel Glück bei deiner Expedition, Tiger«, sagte der Alte schließlich. Wenn man 51 ist, kann man schon mal über den Tod nachdenken. »Du hast uns verraten, Enigma«, sagte einer der Schatten. Der Alte konnte ihn nicht sehen, doch er wusste, dass dies nicht der Schatten eines Menschen war. »Warum hast du ihm davon erzählt?«, fuhr der Schatten fort. »Er ist ein Taugenichts«, erwiderte der Alte. »Was kann er schon ausrichten?« »Schweigen.« »Ich glaube, du versuchst, uns hinters Licht zu führen. Wir werden ihn aufhalten.« Der Alte wich zurück und erstarrte. Er spürte, wie kalter Schweiß auf seine Stirn trat. Diese Drohung musste er ernst nehmen. Sie waren zu allem fähig. Als die Schatten zum ersten Mal aufgetaucht waren, hatte er noch gedacht, er sei verrückt geworden. Das hätte alles erklärt. Doch inzwischen glaubte er nicht mehr daran. Er wollte etwas erwidern, doch plötzlich war da wieder dieses Geräusch. Zing! Als würde eine Gitarrensaite reißen. Jetzt ging es los. Wenn er nicht blind gewesen wäre, hätte er die Augen zugemacht, um das nicht sehen zu müssen. Doch sogar er konnte es sehen, dank seiner Vorstellungskraft, die er in diesem Augenblick verfluchte. An der Wand bildeten sich stinkende Eiterblasen und Krebsgeschwüre. Monströse, pulsierende Venen traten hervor. Die ganze Wand wölbte sich unter einem extremen inneren Druck. Dann schwollen die Blasen immer mehr an, wie bei einer fürchterlichen Brandwunde. Sie wuchsen und es wurden immer mehr. Der Alte wartete ab.
Er wusste, dass es unausweichlich war. Das hier war ihr Territorium. Die Blasen begannen zu platzen. Dahinter schauten halb Gesichter, halb Fratzen hervor, die von entsetzlichen Wunden entstellt waren. Abgebissene Ohren, herausgerissene Nasenflügel, zerfetzte Wangen. Eigentlich hatten sie nichts Menschliches, doch der menschliche Verstand mühte sich unwillkürlich, irgendwelche bekannten Formen zu erkennen. Hunderte schwarze, ausdrucksloser Augen waren nun auf Enigma gerichtet. »Um deinen Fehler auszumerzen, müssen wir den Dämonen aussenden. Doch zuerst wird er sich um dir kümmern.« »Schert euch zum Teufel«, befahl der Alte und richtete sich zu ganzer Größe auf. »Noch habe ich nicht ins Gras gebissen. Wenn es soweit ist, dann...« Er zuckte zusammen. Da war noch jemand. Die Tür quietschte. Aus der Dunkelheit trat eine kantige, riesenhafte Gestalt hervor und baute sich vor dem alten Digger auf. Die Haut dieses Menschen, wenn es denn einer war, schimmerte grau. Enigma konnte hören, wie die Luft rasselnd durch die Lungen dieser Kreatur strömte und wie stinkender, verbrauchter Atem pfeifend aus ihnen entwich. Er vernahm sogar das Pulsieren des Blutes unter dieser grauen Haut, die hart und glatt wie Metall war. Er spürte, dass die Kreatur ihn anstarrte. Die Bestie fuhr ihren langen Arm aus, oder wie auch immer man dieses Körperteil bezeichnen sollte. Der Alte wusste es nicht. »Nimm die Flossen weg«, warnte Enigma, trat etwas zurück und sammelte sich. »Sieht fast so aus, als wärst du jetzt fällig, dummer alter Digger«, dachte er. »Fertig.« Er fasste seine Krücke am unteren Ende und holte aus. Alles geht irgendwann einmal zu Ende. »Ich sagte, ihr sollt euch zum Teufel scheren«, wiederholte er langsam. »Habt ihr das endlich kapiert oder muss ich deutlicher werden?« Die graue Gestalt beugte sich vor. Der Alte schlug mit aller Kraft zu. Hinter sich hörte Ivan ein dumpfes Heulen. Sein Rücken überlief ein leichtes Frösteln. Der Wind wahrscheinlich. In der Metro weht immer ein Wind. Deshalb ist es ja die Metro.